In diesem Video geht es darum, wie du die tiefe Bauchatmung richtig lernst. Immer wieder sehe ich dasselbe Problem, dass es immer falsch angeleitet wird oder das andere Problem, dass es einfach falsch im Alltag umgesetzt wird. Aber ich zeige dir die Techniken und worauf du achten musst, damit du auch die tiefe Bauchatmung für zu Hause und für deine Übungen richtig einsetzen kannst. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nico Lorenz, Physiotherapeut und Atemtrainer. Ja, die tiefe Bauchatmung ist eigentlich das Fundament für eine wirklich gute und gesunde Atmung. Gerade wenn du mit Atemübungen anfängst, muss die tiefe Bauchatmung funktionieren. Was das überhaupt ist, ist eigentlich ganz einfach. Du hast hier das Zwerchfell, das ist dein mächtigster Atemmuskel und dieser senkt sich bei jedem Atemzug nach unten. Wenn du jetzt versuchst, forciert in den Bauch hineinzuatmen, also dabei wird der Bauch dann so richtig schön dick, das ist die forcierte Bauchatmung, dass du bewusst tief in den Bauch atmest, viel tiefer, als du es sonst gewöhnlich machst. Was hier das große Problem immer ist, es wird fast immer falsch angeleitet oder die Umsetzung im Alltag ist einfach nicht richtig. Komm mal mit mir runter. Meistens wird es nämlich so gemacht, dass es dann geübt wird. Sagen wir jetzt mal, du entscheidest dich dazu, die Bauchatmung zu üben. Dann sitzt du gemütlich und dann fängst du an, atmest ein. Und irgendwie kommst du da unten nicht richtig rein. Du hast nicht unbedingt das Gefühl, dass der Bauch dick wird oder du kriegst gar nicht das Gefühl dahin, wo überhaupt dein Atem gerade hinkommt. Und hier sind gerade so viele falsche Baustellen drin. Vielleicht hast du es schon gesehen. Erst einmal, wie die Füße stehen. Es geht immer damit los, wie die Füße auf dem Boden stehen. Deine Füße sind immer das Fundament. Stell sie vor dich, so ungefähr, dass du ein 90-Grad-Winkel in den Füßen und in den Beinen und in den Knien hast. Also ungefähr, dass du so einen festen Stand einfach auf den Boden hast. Ganz einfach, weil das dein Fundament ist. Wenn du deine Knie und deine Füße beeinflusst, beeinflusst du automatisch auch das Becken. So, und wenn wir dann weitermachen, der Rücken ist die nächste Baustelle. Setz dich gerade hin. Achte da wirklich drauf, dass dein Rücken, dein Oberkörper komplett gerade ist. Wenn du hier eingerundet bist, dann kannst du dir vorstellen, hier wieder das Zwerchfell in deinem Körper, ein kleines Stück tiefer noch so ungefähr. Und wenn du jetzt dich einknickst, dann hast du hier eine unfassbare Masse, die erstmal gegen das Zwerchfell atmen muss. Also das ist eine wirkliche Hausnummer und du kommst dann nicht in den Bauch hinein. Also erst einmal gerade machen, damit das Zwerchfell überhaupt gut nach unten hin kann. Gerade machen, achte auf deine Beine, lass die Schultern locker. Ganz einfach, weil das auch wieder Hilfsmuskulatur ist. Denk daran, wenn du die tiefe Bauchatmung übst, einmal die Füße richtig einstellen, Rücken gerade machen, Schultern locker. Jetzt hast du die ideale Position. Das Einzige, worauf du jetzt nur noch achten musst, ist den Kopf. Den Kopf, versuch den möglichst gerade zu halten. Nicht nach unten hin abgebogen, nicht nach oben hin geknickt. Nach oben hin würde eher noch gehen. Versuch ihn einfach gerade zu halten. Das ist das Einfachste. Und dann fängst du jetzt an, durch die Nase einzuatmen, weil die Nase immer der Eingang von der Atmung ist. Nase ein. Mund aus. Und so kannst du dann schon mal üben. Jetzt leg mal deine Hände auf den Bauch. Machst wieder selbe Spiel. Nase ein und versuchst bewusst jetzt hier gegen deine Hände zu atmen. Mund aus. Du wirst sehen, das ist ein ganz anderes Spiel, wenn du das richtig in der richtigen Position machst. Besser noch, komm mal mit mir hoch, wenn du das im Stehen machst. Wenn du dich gerade hinstellst, jetzt hast du nach unten hin so oder so erstmal keinen Druck, keinen Widerstand. Wenn du jetzt die Hände auf den Bauch legst, Rücken wieder gerade machst, guckst nach vorne und jetzt wieder Nase ein,
Tief in den Bauch und Mund aus. Du wirst sehen, das ist ein ganz anderes Spiel, wenn du das so machst, im Gegensatz zu, was du eben gesehen hast, Rücken gerade, wie ein nasser Sack, einfach nur in der Kurve hängst. Vielleicht wirst du das Problem dabei haben, dass du das Gefühl hast, dass dein Bauch einfach so sehr auf Spannung kommt oder dass es sich komisch anfühlt. Ganz häufig haben Menschen, gerade Menschen, die einen chronischen Bewegungsmangel haben, den sehr, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland haben, haben einfach das Problem mit dem Bauch. Dass der Bauch entweder verkürzt ist oder er kann sich nicht richtig lösen. Er ist meistens sehr auf Spannung, bei Atemwegserkrankten sowieso. Und da zeige ich dir nochmal eine Dehntechnik, die ist ideal. Die kannst du zu Hause im Bett machen, die kannst du morgens, abends machen. Die ist wirklich ganz leicht umzusetzen, aber super effektiv. Wenn du die Übung dann machen möchtest, dann kannst du deinen Kopfteil auch ein bisschen anheben, wenn du das brauchst für deine Atmung zum Beispiel, und leg den Kopf dabei ab. Das ist wichtig, dass du den Kopf dabei ablegst und stell einmal die Beine an. In der Position jetzt ist nämlich der Bauch am entspanntesten. Und das brauchst du jetzt auch gleich, weil du willst jetzt in die Dehnung gehen. Das bedeutet, nimm die Beine zur rechten Seite zuerst und lass sie rüberkippen. Lass sie so weit rüberkippen, wie du kannst. Vollkommen egal, ob du jetzt nur bis hierhin kommst oder die ganz auf den Boden ablegen kannst. Mach es so, wie du kannst natürlich. Wichtig dabei, du darfst keine Schmerzen spüren. Und nimm den Arm, der auf der anderen Seite liegt. Also wenn du jetzt die Beine nach rechts gekippt hast, nimm den linken Arm und leg ihn nach oben hin ab, wieder so, wie du kannst. Du kannst ihn weit nach oben legen, du kannst ihn seitlich von dir legen, so wie du es von der Dehnung her kannst. Und jetzt merkst du, dass die gesamte linke Seite einmal ordentlich aufgedehnt wird. Und das hältst du dann für 30 Sekunden, weil jetzt gerade in der Position wird deine gesamte linke Bauchhälfte gut unter Spannung gesetzt. Also sie wird aufgedehnt und das möchtest du ja erreichen. Die Position hältst du dann für 30 Sekunden, eine Minute. Du kannst natürlich auch länger, da kann nicht so viel passieren. Und wenn du zwischendurch merkst, dass irgendwas los ist oder dass irgendwas nicht stimmt, dann geh einfach aus der Position wieder raus und mach eine Pause. Und dann nimmst du den Arm wieder runter, holst die Beine einmal wieder in die Mitte und lässt sie zur anderen Seite kippen. Nimmst den Arm auf der anderen Seite wieder nach oben, das bedeutet linke Seite, rechter Arm, und dann dehnst du die gesamte Seite auch nochmal auf. Du hast dabei nämlich auch dann noch einmal, wenn du den Arm so nach oben hinlegst, hast du dabei auch noch einmal eine Brustdehnung. Aus den letzten Videos, falls du das von mir gesehen hast, da habe ich dir auch erklärt, dass die Brust sowieso auch aufgedehnt werden muss. Also du hast mit dieser Übung so unfassbar viele Muskelstrukturen drin, die gut für dich sind, die gut auch gedehnt sein müssen. Dann kommst du wieder in die Mitte und kannst danach, je nachdem, auch entweder eine Pause machen oder schlafen gehen oder aufstehen. Es ist einfach eine schöne Übung, die auch gut tut. Und dann wirst du hoffentlich jetzt auch die Bauchatmung richtig immer anwenden und jetzt hast du dazu auch noch eine Dehnübung kennengelernt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich über dein Abo freuen und vergiss dieses Video nicht zu bewerten. Ich wünsche dir ganz viel Luft, ein paar wundervolle Tage. Bis dahin, dein Nico.